Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Weiter geht's wie in den letzten Folgen fleißig mit Nebenmissionen. Dieses Mal fliegen wir in den Pylos-Nebel. Wupp. Der, keine Ahnung, wo ist. Ist er irgendwo? Ah, da haben wir ihn. Pylos-Nebel. Müsstest du sein. Schön. Da gibt's jetzt noch zwei Quests für uns. Zum einen im Diradar-System. Ach, hier haben wir schon die MSV Broken Arrow, abstürzendes Schiff retten. Haben wir das nicht schon gemacht? Anomalie geordnet. Scans melden ein verlassenes Schiff auf einer rapide abnehmenden Umlaufbahn über dem Planeten Ionos. Der Registrierung nach müsste es die MSV Broken Arrow sein. Laut Unterlagen hat das Schiff eine wichtige Munitionsfracht geladen. Wenn niemand eingreift, stürzt das Schiff auf Ionos ab. Höchstwahrscheinlich genau an der Stelle von Fargone, der größten Menschenkolonie des Planeten. So ein Zufall. Geth-Signaturen an Bord der MSV Broken Arrow georchert. An Bord gehen. Oh, holy macaroni. Schlagen wir uns mit ein paar Geth rum. Warum nicht? Für Geth hätte ich gerne Tech-Leute dabei. Also nehme ich mal Kazumi und Tali mit. Einfach, weil ich es kann. So, und hier können wir jetzt die Punkte verteilen. Wir skillen dann einen in die Blendgranate. Und bei Tali leveln wir den Energieentzug auf 2. Und bei uns können wir leider gar nichts mehr machen. Haben wir voll verkackt. Auswählen. Nee, zurück. Beenden. Fertig. Alles cool. Aufschlag auf der Planetenoberfläche steht unmittelbar bevor. Ich sende Ihnen einen Countdown über die verbleibende Zeit bis zum Aufschlag. Das war, glaube ich, die Quest, die ich meinte. Mit der Sache, von der ich gar nicht viel halte. Nämlich Missionen unter Zeitdruck. Und jetzt bastel ich hier auch noch 10 Minuten rum. Logbuch des Captains lesen. Da wird die Zeit natürlich angehalten, wenn wir lesen. Wir lesen einfach außerhalb der Zeit, lesen wir Nachrichten. Alarmstufe gelb. Ich rufe Alarmstufe gelb aus. Es gibt zwar derzeit kein Anzeichen für Ärger, aber so weit draußen können wir jederzeit auf Gäste treffen. Wir müssen vorbereitet sein. Mir wurde gesagt, es sei eine ganz schlechte Idee, sich so weit ins Gebiet der Gäste vorzuwagen, aber diese Kolonien müssen sich irgendwie verteidigen können. Das Einzige, was die Crew davon abhält, vor lauter Angst weiche Knie zu bekommen, sind die 100 Kisten Militärwaffen, die wir an Bord haben. Ein kleiner Landgang im Narib-System wird uns allen gut tun. Wir haben einige Lieferungen zu machen und es wird da draußen bestimmt nicht friedlicher. Alarmstufe Rot. Ich rufe Alarmstufe Rot aus. Die Geth greifen an. Auf eine Auseinandersetzung dieser Größenordnung sind wir nicht vorbereitet, aber wir werden unser Möglichstes tun, um das hier zu überleben. Die Kolonien brauchen die Waffen und der Angriff beweist erneut, wie ernst die Lage ist. Ende. Das ist mein letzter Eintrag in diesem Log. Angesichts der Schwere des Angriffs habe ich sofortige Evakuierung und schnellstmögliches Ansteuern der Kolonie angeordnet. Falls die Gäste dieses Schiff übernehmen, fallen ihnen auch die 100 Kisten mit Waffen in unserem Frachtraum in die Hände. Ich aktiviere deshalb mit meinen Autorisierungscodes den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffes. Hoffentlich erwischt es dabei auch die Gäste an Bord. Ich werde bleiben und dafür sorgen, dass das Schiff ein ehrenhaftes Ende hat. Mein Plan ist, die Triebwerke abzuschalten, sodass wir den Orbit verlassen. Die MSV Broken Arrow wird hinunter zur Oberfläche gleiten, wo dann die Selbstzerstörung stattfindet. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich versage, ist völlig offen, was mit dem Schiff geschieht. Umgehen. Auch umgehen tun wir außerhalb von Raum und Zeit. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Da kommen sie. Juhu, Deckung. Gut, alles cool. Auf Schiffssystem für offline, Lebenserhaltungssystem beschädigt, Maschinenstatus, Energieversorgung wiederherstellen, bla bla, Kopplung an Atmosphäre erfolgt, Aufschlag oder Niederoberfläche kürzer, alles ist scheiße, alles ist kacke. Raffiniertes Iridium öffnen. 5 Minuten noch.
Maschinenraum. Die kacken, Junge. Einer ist erledigt. Energiekopplung aktivieren. Hier steht noch raffiniertes Iridium rum. Öffne ich mal, dann gehe ich in Deckung. Kampfdrohne bereit. Ich weiß gar nicht. Einigkeit, Heilung, irgendwen hat's gerissen. Mich reißt's hier gleich. Wo muss ich denn hier lang? Vielleicht einfach hier runter. Und hier drüben mal hoch. Genau, hier ist nämlich noch so ein Ding. Fuck! Mann! Hab das... Oh, fuck! Ja, super. Ich will jetzt hier die Energiekopplung aktivieren. Schaffe ich das jetzt mal, ohne unterbrochen zu werden? Sauber. Wie übel. Neustart. Umgehen. So. 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 Puh. Haben wir es geschafft? Oder geht das noch weiter? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nice. Gut, ich meinte aber noch eine andere Sache, die unter Zeitdruck stattfindet. Das kommt bestimmt noch. Ich glaube, ich weiß auch wo. MSV Broken Arrow stabilisiert. Die restlichen Geth haben den Kampf eingestellt. Die Kolonie ist in Sicherheit. 156 Erfahrung ist egal. Credit 7500, 2000 Iridium. Alles ist cool. Und wir haken die Mission ab. Drohender Absturz. So, dann können wir aber noch die nächste Nebenmission hier angehen. Die ist im Dirada. Nee, in, die ist. Ja doch, die ist im Dirada-System. Und genau da fliegen wir jetzt hin. Treibstoff kaufen? Sind wir voll an Treibstoff? Ja, sind wir. Coole Sache. Okay, die Radarsystem. Stimmt ja. Wupp. Und zu. Und im die Radarsystem. Müsste es eigentlich dieser Planet sein. Ich habe eine Anomalie geortet. Canalus. Canalus ist kleiner als die Erde, hat aber eine ungewöhnlich hohe Dichte. Die sehr aktive Planetentektonik deutet darauf hin, dass die Dichte von großen Mengen radioaktiven Materials im Kern herrührt. In Kombination mit der enorm hohen Rotationsgeschwindigkeit steigt die interne Temperatur des Planeten und das kommt zu vulkanischen Aktivitäten. Nach 2170 haben zwar einige Konzerne Erschließungsanalysen durchführen lassen, aber wegen der geologischen Instabilität des Planeten kam es zu keinen weiteren Schritten. Scan! Ach, klingt ja super. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden.
Anomalie geordnet. Sensoren melden Wetteranomalien auf der Planetenoberfläche. Geth-Aktivitäten geordnet. Geordnet. Wir haben die Geth-Aktivitäten geordnet nach aufsteigend nach Zeit. Erhöhte Vorsicht ist anzuraten. Ja, landen, Mann. Und drauf auf die Biester sind's. Wieder Geth. Wieder auf jeden Fall Tali und Grunt mal als alte Kampfsau. Ja, dann, bei Tali haben wir es gerade gemacht und bei Grunt bringen wir dann die Verstärkung auf 2. Fertig. Hallo. Klimagerät der Geth zerstören. Das ist ja herzallerliebst hier. Speichern wir doch gleich mal ab. Wo müssen wir lang? Gerade ist. Was war das denn noch gleich für eine Mission hier? Ich sehe nichts. Aha. Jo, ist eine ganz schöne Suppe hier, ne? Die Sicht ist beschissen. Hier ist irgendwas. Okay. Feindbeschuss. Grunt! Weg da! Was denn mit den anderen beiden Nulpen? Seht mal zu. Gott, wie viele kommen denn da? Feindbeschuss! Zu spät, jetzt bist du tot! Nichts kann er! Muss ich hier vorrücken? Damit das aufhört? Abrunde bereit! Zumindest sehe ich so mal was. Wow! Nichtskönner, sagt er. So. Noch mehr Palladium. Wupp. Noch mehr Palladium. Wie komme ich denn da hin? Bestimmt hier lang. Cool. Okay. Ich glaube, wir müssen hier hoch oder so. Ich weiß es nicht. Nee. Hä? Geradeaus. Hier runter. Ah ja. Ich sehe gar nichts. Mann. Achtung, rechts. Mich verletzt niemand.
Frau Wüster! Deckung! Nichts Gönner! Nichts Gönner! Noch irgendwo ein Jäger? Da ist er. Alter Schwede, nicht schlecht. Die Gefechte hier sind ganz schön übel. Vor allem, weil man echt nichts sieht. Ich baller hier ständig quasi mehr oder weniger ins Blaue und ziele immer so ein bisschen auf die, ja, auf die, wie hat Shepard so schön gesagt, auf die Taschenlampenköpfe. Hier ist noch irgendwo Palladium, und zwar da. Ich speichere nochmal, hab ich, glaub schon, ich weiß nicht genau. So, raffiniertes Palladium. Nicht mehr Gathgerät Zugriff. Oh shit, ich glaube, ich habe hier was übersehen. Wenn wir jetzt nämlich schon fertig sind, ich sehe gerade hier. Das nehme ich mit. Fuck. Oder doch. Oh. Habe ich das aufgesammelt? Ich kann mich nicht, ich konnte mich nämlich nicht dran erinnern, diesen Schadensschutz aufgesammelt zu haben, aber anscheinend bekommt man den einfach so, oder ich habe ihn wirklich aufgesammelt und habe es einfach nicht mitbekommen. Das will ich nicht ausschließen. Okay, alles cool. Gas-Technologie zur Klimaveränderung beschafft. 7500 Credits, 1000 Palladium, alles ist ready und cool. Und damit, jo, haben wir schon einen ganzen Teil an Nebenmissionen geschafft. Finde ich cool. Jetzt haben wir eigentlich, können wir jetzt dann mal die Missionen angehen, die ein bisschen aneinanderhängender sind. Jetzt, Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das gucken wir uns gleich an, liebe Kelly. Ich wollte jetzt erst noch mal ein bisschen hier rumforschen. Panzerungsupgrades, Schadensschutz 6 von 6. Dann haben wir das mit dem biotischen Schaden doch schon bekommen, oder was? Das raff ich nicht, dass das hier nicht angezeigt war. Seltsam. Seltsam. Okay, Kelly, dann widmen wir uns noch den neuen News. An die Normandy, besten Dank. Von Raphael Cologne, Gouverneur der Kolonie Fargon, Jonas, Crew der Normandy. Wir haben ihre Identität über die Andockdaten an Bord der MSV Broken Arrow ermittelt. Wie es aussieht, hat ihre Crew unsere Kolonie vor einer Katastrophe bewahrt. Sie haben nicht nur die Geth besiegt und verhindert, dass das Schiff auf einer Flugbahn auf dem Planeten abgestürzt ist, die unsere Kolonie zerstört hätte, sondern sie haben auch fast 100 Munitionskisten gerettet, die beim Aufprall des Schiffs vernichtet worden wären. Dank ihnen sind wir in Sicherheit und können die Arbeit der Broken Arrow fortsetzen, die Kolonie an den Grenzen zum Gebiet der Geth mit Waffen zu versorgen. Im Namen der Einwohner der Kolonie Fargon möchte ich ihnen unseren ewigen Dank aussprechen. Kein Ding, die Cyani, danke. Von Captain Isin Mal Was Idenna. Commander Shepard. Bitte nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen bei der Suche nach dem Wrack der Cyanid entgegen. Das Schiff hat eine lange Geschichte, in der sowohl die Migrantenflotte als auch Cerberus eine Rolle gespielt haben. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass mein Volk das Wrack nun bergen kann. Sie haben Lieutenant Forzahn gefunden und stabilisiert und damit der Flottille einen ihrer jüngsten und umschwärmtesten Helden zurückgegeben. Man wird Ihre Bemühungen bei der Suche nach der Quarianer nach einer neuen Heimatwelt nicht vergessen. Hochachtungsvoll Captain Isin Mal Was Idenna. Coole Sache das. Und an dieser Stelle wird jetzt fleißig gespeichert. Es gibt einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit jeder Menge Nebenquests. Bis dahin. Ciao, ciao.